Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer erneuten Ausgabe von 50 Fragen zum Allgemeinwissen. Wir hatten das schon mal gemacht. Heute mit Jonathan, okay. Peter und Dennis Bram. Wir hatten irgendwann schon mal 50 Fragen. Vielen Dank nochmal an Tieran, denn wir machen jetzt Frage 51 bis 100. Tieran oder Tiaren? Tieran, Jaren. Tiaren. Entschuldigung. Freudscher Versprecher. Ja, passiert. Also ihr müsst buzzern. Wenn ihr richtig buzzert, gibt es 3 Punkte. Wenn ihr falsch buzzert, gibt es einen Punkt für den Gegner. Ihr könnt von mir so oft drauf lunzen, wie ihr wollt. Und natürlich manchmal gerne. Sage ich euch aber vorher Bescheid. Gibt es auch Schätzfragen. Das sind aber nicht so viele. Beginnen wir einfach mal mit Frage 1. Düm. Welches Volk begann im Jahr 1206 die Eroberung Asiens? Peter. Mongolei. Alter. Genghis Khan. Richtig. Also die Mongolen, um die Frage tatsächlich korrekt zu beantworten. Ich weiß, wen du meinst. Ja, wer hat eine Asien eingenommen, wenn nicht die? Ich wollte gerade sagen, also viele andere würden mir da jetzt im Jahre 1200 auch nicht einfallen. Hat denn Russland die ganzen asiatischen Länder eingenommen? Hey, den gehört doch halb Asien. Ja, das ist aber Russland. Also 1206 war bestimmt schon Putin Präsident. Ja, aber das ist auch Asien, Peter. Ja, das ist mir schon klar, aber Genghis Khan hat ja wirklich die ganzen Länder eingenommen. Peter ist einfach krass. Ja, ich hab jetzt alles getan für heute, von den 50 Fragen. Solange Peter nicht die Flagge der Mongolei zeichnen muss, ist doch alles super. Das wäre ein Problem. Frage 2. Wie sieht die Frage 2? Ja, beschreibe die Farben der Mongolei. Nein. Frage 2. Wen verkörpert Charles Baker in der Serie Breaking Bad? Charles Baker. Der kommt sehr oft vor. Jay. Hank. Nee. Hätte ich auch getippt, tatsächlich. Oh, gut, dass du gebuzzert hast. Das wüsste ich auch nicht. Oh, ich habe eine Idee. Darf ich dir das umschreiben? Also eindeutig umschreiben, ja, oder brauchst du auf jeden Fall den Namen? Ihr könntet mir auch also umschreiben, aber wenn du mir das jetzt umschreibst, wüsste ich halt nicht mehr genau. Warte mal. Achso, du weißt nicht, wer da wer ist. Ja, Charles, also ich kenne den Baker. Namen kennt auf jeden Fall jeder. Nur ich weiß nicht mehr so genau. Es sind okay. Nicht, wen haben wir denn? Wir haben ich probiere mal was. Ja, mach mal Matt. Walter Whites Sohn. Oh! Ach so. Walter White Junior. Junior, nee. Junior. Schade. Welche Männer gibt es denn noch, die nicht mexikanisch sind? Also ich würde jetzt halt nicht sagen, dass der, keine Ahnung, Gus der Fring spielt keinen mexikanischen. Plötzlich der ja, richtig. Also Charles Baker hört sich halt super amerikanisch an, aber wer ist denn super amerikanisch noch? Der kommt vor in Season 1, 2, 3, 4, 5 und in El Camino auch dabei. Krass. Okay, wenn der Soft dabei ist. Jay. Das ist der alte Sack, der alles aufräumt. Ja, der alte, der alles hinterherräumt. Aber dann hätte ich gesagt, kommt der auch in Better Call Saul vor. Ach, scheiße! Du meinst Mike Ehrmantraut. Ja! Nee, der ist das nicht. Fuck! So eine gute Serie. Wer ist der Charles Baker, verfickte Scheiße? Das sag ich euch gleich, wenn ihr nicht. Ich weiß nicht, mir fällt niemand ein. In 5, 4, 3. Ich hab keine Ahnung. 1. Es wäre Peter. Commonly referred to as Skinny Pete. Oh mein Gott, Alter, das ist ja voll die Mini-Wurzelfigur, Junge. Wer ist denn Skinny Pete, Alter? Das ist einer der Kumpel von Skinny Jesse Pete. Pinkman. Und dann hast du dann noch, ich bin der dumme Leute, der die ganze Zeit am Kiffen andere, ist. Ne? Ich bin Badger. Ja, genau. Boah, Alter, ey, die dummen Dullis, ey. Okay, hab ich halt gar nicht. So eine geile Serie, Das muss man sich eigentlich nochmal geben. Fühl ich jetzt nach der Einlage auch drauf. Alter, diese Breaking Bad ist eine der legendärsten. Die Kommentare, Serie. So eine geile Serie. Das stimmt. Also, da gebe ich vollkommen recht. Aber hey, guck mal, Frage 3. Welcher der folgenden Staaten grenzt nicht an den Südsudan? A. Republik Kongo. Okay, B. Jay. B ist falsch. Fuck. Peter. C. Uganda ist auch falsch.
Dennis? Fuck. D. Kenia. Falsch. James. Ah! Republik Kongo. Vollkommen richtig natürlich. Smart von Bram D zu sagen, aber dann doch nicht so smart, weil falsch war. Frage 4. In welcher Stadt gewann Brasilien mit einem 2:0 gegen Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft 2002? Tokio. Ja. Tokio ist falsch. Ist die Frage für Bram und mich. Osaka. Osaka ist auch falsch. Bram. Seoul. Nee. Das ist ein Disney-Film, meine ich. Was? Was? Hast du gerade Disney-Film gesagt? Ja, Soul, Soul ist ein Disney-Film. Ach so, Gott, Alter. Okay, Peter, kleiner Tipp, die WM war geteilt in Japan und Südkorea, deswegen Seoul und... Alter, als wenn ich darüber mehr nachgedacht habe, dass Seoul nicht in Japan ist, Junge. Ich habe an den Disney-Film gedacht. Also komisch, dass das nicht in Hauptstadt ist. Ja, okay, pass auf, ich schließe die Frage mal in 5, 4, jetzt kommt Berlin. 3, 2, 1, Frage geschlossen in Pyongyang. Yokohama. Okay. Ja, Alter, als ob das in Yokohama das Finale ist. What the fuck? Fukushima war das. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt, wer sie in den letzten setzt. Frage 5, reicht, wenn ihr mir die umschreibt. Was heißt oder bedeutet Haram? Peter! Rein! Oh Gott! Okay, das ist die direkte Übersetzung. Was würde das so nach deinem Verständnis bedeuten? Ja, halt so nicht verschmutzt. Also quasi. Ja. Kannst du. Du bist nicht haram, Peter. Ich bin nicht haram, nee. Kannst du ohne Bedenken mitarbeiten oder konsumieren? Weil ist nicht verdreckt durch irgendwas, egal ob jetzt biologisch oder auch auf eine andere Art und Weise. Ja, das ich hab dir so die direkte Übersetzung gegeben. Das lassen wir grob mal durchgehen. Genau, also es sind halt Sachen, die im islamischen Glauben, also dem Koran nach, sozusagen erlaubt sind. Also, das kommt schon hin. Ja, außerdem, heißt Haram wirklich rein? Du hast mir doch gerade zu verstehen gegeben, ich habe dir die direkte Übersetzung gegeben. Ich dachte, du hättest gesagt, das ist die direkte Übersetzung. Ich wusste gar nicht, dass der Haram durch Düsseldorf und Köln fließt. Voll geil. Ich dachte, Christian, ich habe dich so verstanden, als wenn du gesagt hast, rein. Ja, das ist die direkte Übersetzung. Nein, aber ich dachte, ihr beschreibt mir das jetzt und du gibst mir halt ein Wort. Also, ich habe mich schon voll gefreut. So, Alter, ich habe die direkte Übersetzung. Nein. Aber das kommt schon hin. So, Frage 6. Teure, hochwertige, handgearbeitete Luxusbekleidung bezeichnet man als Haute Couture. Haute Couture. Ist vollkommen richtig. Alter. Danke, Heidi. Noch nicht einmal diese Punkt gemacht. Drei Punkte widme ich dir. Ich dachte halt legit, das wäre Meeresfrüchte. Was? Bitte, wie? Französisches Gericht. Haute Couture. Ja. Okay. Nice. Ich will mal Haute Couture endlich machen. Jacques Pepin, jetzt mach das doch endlich. Nummer 7. Buchstabiere Alphabet rückwärts. Alter, nee, das mach ich jetzt nicht. Hallo? Ja. Jay. T, E, B, A, H, P, L, A. Ja, guck mal. Oh mein Gott. Das war ja clever. Hä? Ja, es hätte ja auch das Alphabet quasi. Achso, nee, das wäre ja das Alphabet aufsagen. Alter, ich war ganz woanders. Ich war auch bei. Ach, du warst bei ZYX. Ja, ZYX. Ich auch. Ich muss jetzt das ganze Alphabet rückwärts aussagen. Da dachte ich, boah, der kriegst du eh nicht hin, dann war das jetzt nicht. Scheiße. Sehr schön. Okay, Frage 8. Welches berühmte Buch schrieb Bram Stoker? Peter. Dracula. Boah, ich hoffe, das heißt so, ja. Klar. Alter, Bram Stoker's Dracula. Meine kommen noch, ich sag es euch, Jungs. Ja, ja.
So, jetzt kommen wir, ich denke mal, zu einer Schätzfrage. Dürft ihr mal tippen? Oh. Und ich hätte gerne in Metern, Zentimetern oder was weiß ich, von euch gewusst, wie lang ist der Dickdarm? So. Bei? Menschen. Ah. Er ist nicht unwichtig. Ja, ich weiß. Blauwal wäre wahrscheinlich krasser. Ja, ein bisschen. Wenn die denn einen Dickdarm überhaupt besitzen. Der Dickdarm. Das meine ich sogar zu wissen. Damit hätte ich vielleicht erst sagen sollen danach. Der hast du schon was getippt? Ah. Ist sich nur uneins. Ich bin zufrieden. Okay. Wir haben drei Eingaben. Peter sagt, der ist 4,21 Meter. Dennis sagt, der ist 1 Meter. Und Jay sagt, der ist 70 Zentimeter, beziehungsweise 0,7 Meter. Das ist ja schade jetzt für mich. Das ist quasi, ich glaube, der wird immer dargestellt als umgedrehtes U. Wenn er dann im... Ja, Peter hat vielleicht den ganzen Darm genommen. Also Peter ist raus. Wie lange ist denn der? Ja, ganze Darm. Aber es ging ja nur um den Dickdarm. Der Dickdarm, der ist so, ne, so ungefähr 1,25. Als ob der so lang ist. Scheiße. Schnitt lang. Deswegen geht der Punkt an Dennis. Nicht gedacht, dass der so lang ist. Fuck. Guck mal, konntest du sogar cocky sein, Bram. Ja. Wieso cocky? Zwar gesagt, der weiß eben. Ja, genau. Also, wenn man eine CT war, hat der Arzt gesagt, meiner ist ungefähr einen Meter lang. Cool. Ach, cool. Ja, jetzt wisst ihr alle Bescheid, da wieder mein Dickdarm ist. Ja, gehen wir mal schnell weiter. Frage 10. Welche bitte, Entschuldigung, bitte, ja? Bitte Wikipedia-Eintrag machen. Ne? Es gibt wieder Wissen, was bei Bram jetzt Brams da Dickdarm ist. Brams Dickdarm ist 1 Meter lang. Das ist wichtige Info, die auf jeden Fall in Wikipedia festgehalten werden muss bei Dennis Bram. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich glaube, ich gebe einfach pro eine, also ihr dürft mir eine nennen, müsst nicht alle nennen. Wenn die richtig ist, gibt's halt Punkte. Welche Zutaten gehören in einen Blue Hawaiian? Jay. Blue Curaçao. Boah, guck mal, clever Boy. Wahnsinn. Da fehlen noch 1, und zwei, das drei Sachen. Und das habe ich den Alkoholikern von Pizza abgegönnt, die Punkte. Ananassaft. Ach so, mehrere. Verdammt. Alter, Peter. Das war irgendwie... naheliegend, oder? Wie Pizza Hawaii. Gibt es auf Hawaii eigentlich wirklich Ananas, Peter? Stimmt. Ja. Okay. Also, zwei fehlen noch. Weißt du, wer das da auch gibt? Die sind aber nicht so offen. Nein, ja, da geht mit einer Menge rum. Weißer rum? Ja. Okay. Und was halt auch absolut smart ist, immer Sahne. Oh. Ja, das ist es nicht. Peter? Kokos. Alter, wollt ihr mich veralbern? Ja. What the fuck, Alter? Hawaii, Kokosnüsse und Ananas, Junge. Ich dachte tatsächlich, Kokos wäre mit Blue Curaçao schon raus. What the fuck, Alter? Nee, ist Blue Curaçao, schmeckt das nach? Ey, können wir mal so ein Blue Hawaiian bitte machen, wenn wir uns das nächste Mal treffen? Hätte ich mal irgendwie Bock zu. Ich finde die Sachen mit Blue Curaçao, die kriegen ja dann auch diese ganz bestimmte Farbe. Ich finde, die sehen immer ganz geil aus. Ja, boah, nice. Nicht, wa? Also, war zwar so teammäßig, sehe ich nicht. Nächste Frage, Frage 11. Wie viele Medaillen gewann Usain Bolt bei den Olympischen Spielen? Ich gehe mal zusammen. Ever. Ja. Das ist eine Schätzfrage, oder? Nö. Ja, okay. Okay. Alles klar. Das muss man wissen. Wie viele Goldmedaillen oder wie viele Medaillen? Wie viele Medaillen ist die Frage, gewann Usain Bolt bei den Olympischen Spielen?
Boah, pass auf. Wenn das so eine Frage ist, wird damit keine Schätzfrage. Eine. Nee, das war schon ein bisschen mehr. Okay, schade. Mehr. Ja, aber weißt du, wenn das jetzt irgendwie 7 sind oder 6, was soll man das wissen? Ich glaube, das ist sogar zweistellig. Ich hätte halt gedacht, weißt du, so echt? Der hat da irgendwie... Ja. Ja? 10. Nee. Das ist nicht zweistellig. Echt nicht? Ich glaube, es ist dreistellig. Okay. Wie viel hat er gewonnen? Alle. Dann hat er 8 gewonnen. Ach, guck mal. Weißt du das? Also, waren was alles, alles Goldmedaillen. Holy shit. Ja, nur weil ich das eingegrenzt habe. Ja, richtig. Nee, weil Christian das eingegrenzt hat. Nächste Frage. Frage 12. Oh, jetzt kommen die. Ne? Wer ist hier der Comicleser? Wie viele Robins gab es an der Seite von Batman in den kanonischen Comics? Ohne Filme, Lego, etc. Alle guten Dinge sind 3. Das stimmt aber in dem Fall nicht. Peter. 4. Dennis. 2. Nein. Okay, wahrscheinlich ist es 3 stimmt, Leute. Wahrscheinlich ist es 3. Nee, glaube ich jeder nicht. Jeder Comic ist neuer Robin. Was sind denn die kanonischen, Comics vor allem? Ja, es gibt ja super viele Batman-Universen. Weiß ich nicht, Batman ist ja auch schon in manchen Comics, soweit ich das richtig habe, 5-mal gestorben und keine Ahnung was. Aber da gibt es ja immer unterschiedliche Serien und manche sind halt einfach so Offside. Und was ist denn das für ein scheiß Comic, wo Batman einfach stirbt? Warum sollte man diesen noch weiterlesen? Er ist so voll dumm. Ja, Mensch, ja, aber dann wird wahrscheinlich jemand anders Batman. So, der übernimmt dann die... Vielleicht dann Robin wird oder das so. Dann immer, wird dann Alfred Bruce Wayne oder was? Ja, kann sein. Ja. Geil. Okay, ansonsten schließe ich mal die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Schlossen. Wären 6 gewesen. Oh, da wären wir nicht hingekommen, glaube ich. Hätte man wissen müssen. Ja, ich dachte halt gerade, als Bram noch geantwortet hat, nach 3 und 4 sagt er 5 und der nächste 6, aber er ist dann, ja. Ich dachte mir so, ne, vielleicht sind das, weißt du, so Kanon. Einmal ist er nur gestorben im Kanon und dann ist er ersetzt worden. Ja. Aber hey, war nicht so. War 5-mal abgenippelt. Batman sollte mehr auf Robin aufpassen. Vielleicht. Kommen wir zur Frage 13. Wofür steht in der Biologie ATP? Adenosintriphosphat. Adenosintriphosphat, wie aus der Pistole geschossen. Was ist denn das? Energie. Ein Energieträger in Zellen, Alter. Holy shit. 14. Wer ist zur Zeit Bundeskanzler in Österreich? Bitte Vor- und Zuname. Komm, Zweitname. Marco Kurz. Oh, nein! Sebastian Kurz. Ach, Sebastian fuck! Dass du das echt nicht wusstest! Ich hab meine Hand nicht meine Maus gehabt! Was weiß denn ich, wie der mit Vornamen heißt? Das weiß ich, das wüsste ich aber auch. Wie der gute Seppel. Dafür wusstest du, wofür fucking ATP der Biologie steht. Also, komm, das interessiert mich der fucking Bundeskanzler mit Vornamen von Österreich. Ja, man will doch wissen, wie der mit Vor- und Zunahmen heißt, wenn er demnächst verurteilt wird. Ja. Wird der verurteilt? Vielleicht. Ja, der kommt doch in... Also wahrscheinlich nicht, vielleicht. Aber... Vielleicht. Also glaube ich auch nicht, aber... Mal gucken. Krass. Er ist ein bisschen korrupt, der Sack. Ja, das war diese... was war das? Irgendwo auf... Nee, nicht Mallorca, oder? Oder war das die Mallorca? Die Ibiza-Affäre. Ibiza. War nur der Anfang. Da gab es ja noch viel mehr. Peter, bist du da involviert? Darfst nee, du aber das ist mir ganz gefährliches Halbwissen. Ja, okay. Ich weiß, dass der Sebastian bei mir auch heißt. Das reicht mir. Ja, genau. Kommen wir mal zu Frage 15. Ja. Michael Jackson war mit seinem erfolgreichsten Song 24 Wochen in den Charts und davon 7 auf Platz 1. Mit welchem Song? Jay. Thriller. Thriller? Nee. Nicht Thriller. Dennis. Billie Jean. Nice. Keine Ahnung. Hab ich noch nie von gehört. Not my love. Ach, das ist Billie Jean. Ja, okay. Doch, hab ich schon mal gehört.
Das ist von Michael Jackson. Nein. Aber so ein Peter hat da angefangen. Also, aus meiner Perspektive habe ich da nie gemacht. Sehr schön. Okay, Bram hat mal wieder ein paar Punkte gemacht. 18 Punkte aktuell für Bram. Jay hat 29, Peter 32. Aber wir haben auch noch eine Menge Fragen. Kommen wir weiter. Peter so viel im Allgemeinwissensquiz. Welcher dieser Filme hat keine 8 Oscars? A. Amadeus. B. Jay? Amadeus. Ich hab nie was von gehört. Was ist denn Amadeus? Amadeus. Der hat... Was ist denn für ein Film, als ob der 8 Oscars hat? B. Der letzte Kaiser. C. My Fair Lady. Oder D. Vom Winde verweht. Peter. Ich sag B. Das ist vollkommen korrekt. Oh, schade. Jetzt! Einfach schon mal der letzte Kaiser hat nämlich 9 Oscars, wie Peter wusste. Ja, natürlich. Alter, was ist denn Sissi? Amadeus? Ich hab den noch nie gehört. Jetzt mache ich schon mal ganz Unangenehmes, weil jetzt haue ich mich wahrscheinlich voll in die Nässe. Aber ich tippe jetzt mal eine Verfilmung von Mozart. Hieß der nicht Amadeus? Amadeus Mozart. Okay, da euch jetzt noch nicht komplett über mich lustig macht. Der letzte Kaiser ist zumindest ein Monumentalfilm von 1987. Alter, der geht 3 Stunden 39. Okay. Die Biografie des Kaisers Pui von China war das. Pui. Und Pui stinkt der. Pui, ja genau. Und Amadeus ist ein Filmdrama von Miloš Forman von 1984, das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Sicht des Wiener Hofkomponisten Antonio Salieri zum Thema hat. Alter. Krasse Sache. Also ich finde, das könnte man nochmal neu filmen. Aus der Sicht von seiner Frau oder so. Vielleicht. Oder mit irgendwie Jason Statham oder so könnte Hollywood das sein. Als Amadeus Mark Wahlberg. Wer weiß. Und er schwingt den Dirigentenstab mit seinem Sixpack. So, 17. Von welchem US-amerikanischen Bundesstaat ist Olympia die Hauptstadt? Wie schnell das ruhig geworden ist. Ich habe wirklich, ich bin gerade so am Durchgehen, die 3, die mir einfallen und das passt irgendwie alles nicht und deswegen scheiße. Das ist ein ganz kleiner. Wüsste Main ich oder sowas. Nicht. Willst du mich jetzt. Wo ist Olympia Main? Nee, ich denke halt nicht, dass es sowas wie Massachusetts ist, weil das ist ein großer. Mhm. Was ist denn für dich ein kleiner und ein großer? Main ist ein oben kleiner. Oben rechts sind die kleinen. Ah. Okay, der ist nicht oben rechts. Hm. Aber ich sehe schon, ich schließe die Frage mal. So, das ist auch nicht New Mexico, glaube ich. 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Wäre ganz, ganz im Nordwesten gewesen, der Bundesstaat Washington. Aha. Tschö. Haben wir was gelernt, Peter? Ja. Ja, das merke ich mir auf jeden Fall. Ich habe gerade gedacht, Alter, Washington ist ein Bundesstaat, krass. Naja. Süß. Ja, nicht Washington D.C. So, ja, nee, warte mal, warst du nicht in Washington? Seattle? Warst du nicht in Seattle? Ja, dann war ich in Washington. Krass. Warte, ist Seattle in Washington? Ja doch, ne? Das ist die Hauptstadt. Was? Doch, ist in Washington. Ach, wollte ich da sagen. Na egal. Frage 18. Ja. Als welche Pflanzenart gilt Ingwer? Peter. Wurzel. Hä? Zählt nicht? Okay, hätte ja sein können. Als was zählt die Eiche? Wurzel. Also, hä? Wurzelgewächs? Gibt es nicht? Ich dachte, es gibt Wurzelgewächse oder sowas, das wäre eine Pflanze. Wurzel sagen. Ich hab die Frage nicht mal verstanden. Als welche Pflanzenart gilt Ingwer? Okay. Es ist die Wurzel von einem irgendwas. Nachtschattengewächs. Wenn das gerne möchtest, Peter. Wenn das Allgemeinwissen ist. Vielleicht aber auch Halbschattengewächs. Vielleicht ist es auch. Dennis. Ingwer.
Ja, auch eine gute Antwort. Ja, ja, die ganz, das ganze ach Oberding so, heißt Ingwer. Ach so, nee. Schade. Wurzel Ingwer. Ich setz mich jetzt hier nicht in die Nessel, ich hab keine Ahnung. Ich hätte ja sein Nessel können, dass das alles Ingwer heißt. Okay, dann heißt. Schließen wir in 5, 4, 3, 2, 1, geschlossen. Ein Nessel wäre falsch gewesen. Es wäre die Gewürzpflanze. Okay. Es ist wieder absolutes Basiswissen. Kommen wir mal zu dem nächsten. Wusste nicht mal, dass das Gatschop oder so dazu passt. Frage 19. Ja. In welchem Jahr wurde George Washington zum ersten Präsident der USA? Alter Junge. Ach. Okay. Ist auch keine Schätzfrage wieder, ne? Muss ich wissen jetzt. Da müssen schon mal 4. Juli. Da ist was anderes Wichtiges passiert. Also, da jetzt hier keiner drückt und sich auch noch keiner großartig geäußert hat, können wir doch eine Schätzfrage daraus machen. Von dann tippen wir mal ein Jahr ein. Wer am nächsten dran ist. Oh, das wird jetzt richtig unangenehm. Oh Gott. Ja. Ja. Wieso war also ich so? Kann ich schon mal sagen, ganz, ganz vorne steht keine 2. Ja, okay, danke schön. Ja, okay. Das ist super freundlich von dir, muss ja. ich sagen. Super, ne? Boah. Irgendwo da. George Washington, der erste Präsident der USA. Ja, bin ich da nah dran? Nehmen wir mal so. Ja, nee. Ich hab keine Ahnung, so. Alter. Ich hab gar keine Ahnung. Gut, da haben wir drei Leute, die getippt haben. Und Peter geht mit 1749. Dennis geht mit noch keine 1790. Oh. Und Jay geht mit 1793. Oh, entweder sind wir alle ganz schön scheiße oder wir sind gar nicht so bad. Und weil... Nee. Ihr seid gar nicht so bad, denn der wurde 1789. Jahre! Holy shit, Alter. Mann, Peter, das war peinlich von dir. 49 sagst. Schon gut. Frage 20. Welche... Wait, was? Okay. Welche Stellen der menschlichen Haut sind gar nicht behaart? Dennis. Handinnenflächen. Ja. Achso, Moment, gibt mehrere. Ist das, und? Ist das Haut? Ja. Einen Mund haben wir noch. In Lippen? Scheiße. Lippen! Ist das Haut? Ich glaub, das. Nee. Nee, ist keine Haut. Einen haben wir noch. Dennis. Die Fußsohle. Alter. Das ergibt auch viel mehr Sinn als fucking Lippen, Alter. Was hab ich mir denn dabei gedacht? Hab ich mir auch gerade überlegt. So, hey, da sind doch. Ah, nee, Moment. Ich auch, ja musste unten. Auch gerade ein bisschen überlegen. Das ist ja unten. Ja, nice. Guck mal. Tja, Jungs, ich bin wieder dran, ne? Möchte ich mal ganz kurz sagen. Ja, direkt mal 6 Punkte mal kurz hier rausgeholt, ey. Die Haut hat es gemacht. Frage 21. Welche Produkte stellt die Firma Nokia am Anfang her? Also bevor die... Anfang. Scheiße. Ja. Scheiße? Warum steht die Scheiße her? Die haben, bevor die Handys hergestellt haben, haben die Baumholz gehandelt. Hergestellt. Nee. Okay, dann nicht. Kannst du die Frage nochmal in voller Länge vorlesen, bitte? Welche Produkte stellte die Firma Nokia am Anfang her? Ach, scheiße, am Anfang. Keine Ahnung, was heißt denn am Anfang? Das kommt davon. Ja, das ist so wie BMW, die haben ja, bevor die Autos gemacht haben, hier Flugzeuge gemacht. Ja, aber guck mal, Bram hat Nokia direkt jetzt mit einem Produkt in Verbindung gebracht. Ich würde Nokia mit einem anderen Produkt in Verbindung bringen, aber ich weiß nicht, ob das ist, was die am Anfang hergestellt haben. Klick doch, mach doch einfach, sag doch einfach. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst, aber. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich gibt's überhaupt Nokia noch? Sind die nicht schon weg? Nicht schon pleite? Ich habe keine Ahnung. Gibt's Nokia noch? Ich glaube, die gibt's noch. Weißt du, also, ich glaube, Nokia gibt's noch. Ich muss Bram, ich nehme die Frage. Also, Bram kriegt 3 Punkte.
Was? Die Antworten sind Papiererzeugnisse und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, du brauchst doch Baumholz oder Holzstoff oder so für Papier. Und die haben unter anderem mit Holzstoff gehandelt. Alter, willst du mich komplett verarschen? Ach, das war richtig. Schmeckt. Alter. Ja, sag ich doch. Weil meine erste Antwort möchte ich mal ganz kurz sagen. König Tritons Dreizack, Junge. Das ist wirklich. Manchmal musst du auch einfach ein bisschen Glück haben. Okay. Das ist okay. Nice. Frage, ja. Was haben wir gesagt? 22. Boah, Schnapszahl. Welcher Partei gehörte George Washington an? Jay. Er war bestimmt Demokrat. Nee. Verdammt. Peter. Natürlich. Republikaner. Nee. Scheiße. Dennis. Oh, scheiße. Der war parteilos. Der war parteilos. Was für eine Trickfrage, Alter. Ja. Das ist jetzt aber auch belastend. Das ist richtig. Was willst du machen? Aber dafür ist die nächste Frage keine Trickfrage. Welcher folgende Zug ist mit einem Springer im Schach nicht möglich? A. B6 nach D7. Alter. What the fuck? B. D7 nach... Ja? C. Welchen Buchstaben hast du gesagt? C. Wie T? Cäsar. C wie Cäsar. Ah, C wie Cäsar. Nenn ich A. C wie Cäsar. Ja, aber ich hatte zwischendurch D verstanden. C wie Cäsar wäre E5 nach G7. Ist natürlich vollkommen richtig. Oh, natürlich. Alter, was ist denn das für eine Aufholjagd von Bram hier gerade? Jetzt wird's eklig, Leute. Frage 24. Welche der folgenden Tiere ist keine Spinne? Der Weberknecht, B, die Tarantel, C, die... Ja, Jay? D. Der Gartenkreuz. Jesus. Ja, Jay? Ist es natürlich C. Springzebra, nee, ist... Was? Dennis? Der Weberknecht ist keine Spinne. Das ist richtig. Was ist er denn, der Weberknecht? Ein Insekt. 6 Beine, Flügel. Ja, genau. Ah, frech. Weberknechte sind da hier die Schnaken. Hä? Nein! Weberknecht ist dieser Knubbel mit den 8 Beinen. Das ist eine Spinne. Oh je. Welche der folgenden Tiere ist keine Spinne? Weberknecht, Tarantel, Springzebra, also, Garten. Ich hab auch Weberknecht, ich bin auch ist diese Schnacke. Weberknecht ist ein Spinnentier. Möchte ich nämlich auch mal sagen. Hätte ich auch getippt. Weberknecht ist der Knubbel, der mit 8 Beinen da rumläuft. Ach Leute, ey, das Springzebra gibt es gar nicht. Meine Punkte. Ach, das war ja wieder königlich. Ich hab mich auch gedacht, Weber... Vielleicht wurde das verwechselt mit keine Ahnung was. Aber das Springzebra gibt es nicht. Wir haben das aufgeklärt. Wir haben keins gefunden. Jonathan hat natürlich die richtige Antwort gegeben. Frage 25. Welche Flammenfarbe hat das Metall Kalium? Jo, bitte. Orange. Nee. Peter. Grün. Nee. Peter. Blau. Nee. Dennis. Lila. Ja, violett. Das ist ja jetzt belastend. Ja, geballert, ey. Nice, nice. Ich habe alles Mögliche in Chemie damals verbrannt. Ich will, jemand musste da doch sein. Das stimmt. Frage 26. Lyndon B. Johnson war von November 1963 bis Januar 1969 amtierender US-Präsident. Doch warum ging seine Amtsperiode statt 4 knapp über 4? Ja, Dennis? Weil er als Vizepräsident nachgerückt ist und der nur die Amtszeit seines Vorgängers beendet hat. Ja, wieso ist der nachgerückt? Ja, weil der vorherige Präsident halt außer Amt gegangen ist. Entweder ist der gestorben oder hatte keinen Bock mehr. Ja, also die Erklärung ist vollkommen richtig, denke ich mal. Aber das Entscheidende, der ist halt nachgerückt, weil der Vorgänger halt in seinem Auto erschossen worden ist. Ach so, okay, war es Kennedy. Gut. Antwort war auf die Frage. Aber der ist, genau, ne, also der ist halt logischerweise trotzdem früher rangekommen, weil der vorige bald gestorben ist. Vollkommen richtig. Nächste Frage. An welchen beiden Wochentagen ist Ostern, wenn Fasching an einem Dienstag ist? Dennis.
Sonntag und Montag, wie jedes Jahr. Na klar, warum soll ich denn Fasching da haben? Ist doch Ostersonntag und Ostermontag jedes Jahr. Genau, die Sachen sind, die sind ja nicht auf dem Datum fest. Dämliche Frage. Oh, Ostersonntag, Ostermontag. Frage 28. Aus welchem Teil des Christentums kommt der Brauch der Weihnachtsfeier? Aus welchem Teil des Christentums kommt der Brauch der Weihnachtsfeier? Dennis. Ich sag jetzt einfach mal gar nicht, weil das Christfest oder hier, wie ist das, Christi, der Dingsbums, eigentlich das Richtige wäre und Weihnachten halt so ein neumoderner Scheiß ist, der gar nicht im Christentum vorkommt. Doch. Also schade. Kommt vor. Ist falsch. Okay, welche Teile des Christentums gibt es denn? Ich sag überall. Der Linke. Ja, Peter. Aus dem evangelischen Teil. Ja, natürlich. Nein. Ja, stimmt, das gibt es ja auch noch. Das aus welchem Teil? Mein erster Gedanke war Judentum. Und dann habe ich gesagt, kann ich die richtige Antwort sein. Aber Jesus war doch am Anfang auch Jude und ist doch dann erst Christ geworden, oder war das nicht irgendwie so? Gefährliches Halbwissen hier so. Genau. Ich stimme dir dazu, da, Jesus war ja auch Jude. Nein, der ist doch so geboren worden, hat doch dann das Christentum gegründet. Frage 29. Frage 29. In welchem Anime wandert ein kleiner Junge durch die Welt, fängt Tiere und macht sie zu seinem Kampf-Peter? Pokémon. Digimon. Pokémon! Das ist halt Kampfsklaven. Ups. Ups. Digimon. Das Schlimmste wäre, wenn ich das falsch beantwortet. Holy shit, Alter. Jetzt kommt eine Schätzfrage, Leute. Oh, krass, okay. Okay. Die wird Sven sehr mögen. Ich glaube, der wüsste sogar ungefähr die Zahl. Die Schätzfrage lautet: Wie viele Nachkommastellen der Zahl Pi sind zurzeit etwa bekannt? Alter. Dürft ihr mir gerne ausschreiben, aber ne, also sowohl die Zahl als auch einfach, wenn ihr, weiß ich nicht, den Begriff dahinter schreiben, ne? Ihr kriegt das schon. So wie ich das gemacht habe, meinst du? Genau. So wie du das gemacht hast. Das sind immer zu wenig Stellen, Peter. Nehmt euch einfach ein Beispiel an Peter. Dennis hat das auch gemacht. Ja, wahrscheinlich sind das zu wenig. Oder zu viel? Ich will so wirklich gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Hä? Da gibt's doch bestimmt so ein ausgedrucktes Buch zu, oder? Ich hoffe nicht. Die armen Bäume. Keine Ahnung. Die armen Baumrindprodukte. Baumrindprodukt. Okay. Wir haben drei Antworten. Für, ich zitiere mal kurz, die zarteste Versuchung, seit es die Mathematik gibt. Oh mein Gott. Peter sagt, 54 Billionen Nachkommastellen gibt es. Dennis sagt 5 Milliarden. Und Jay sagt unendlich plus 1. Ja, es wird wahrscheinlich doch jeden Tag eine mehr oder sowas, was weiß der nicht. Ja, es geht ja darum, wie viele aktuell ungefähr bekannt sind. Also vielleicht kommen wir noch nicht hinzu, aber aktuell circa bekannt sind 50 Billionen. Damit Alter, what the fuck? Peter, jetzt hören wir noch 4000 Milliarden daneben, aber trotzdem war echt nah dran. Du kam am nächsten dran, deswegen kriegt Peter 3 Punkte. Moment, aber meine kurze Frage, ja? Hypothetisch, wenn die Zahl jetzt gewesen wäre 50 Billionen, 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 dann wäre Jay immer weiter weg gewesen, oder? Egal, ja unendlich geschrieben. Egal, welche Zahl da gestanden hätte. Ja, solange die größer wäre als Peters, hätte der immer gewonnen. Das ist wahrscheinlich dann der nächste... Wäre ja unendlich die Antwort gewesen. Das ist dann das Jay'sche Problem der Mathematik, was neu aufgetreten ist. Das müsste dann jemand behandeln. Aber Peter hat 3 Punkte bekommen, ne? Ja. Sehr schön. Frage 31. Wie heißt das Meer zwischen Indien und Myanmar? Jetzt kommt Geografie-Profi Peter.
Das Schwarze Meer. Bitte was? Das ist doch in Baku. Keine Ahnung, wo das ist. Oder nicht? Baku liegt doch jetzt am Schwarzen Meer in Aserbaidschan. Peter, das ist, glaube ich, nicht richtig. Ja, man muss hier mal ein bisschen übertryen. Dennis. Ist das das Chinesische Meer? Das habe ich da in dem Zusammenhang. Nee. Jay. Ich tippe mal. Also, wurde jetzt wahrscheinlich Ozean gesagt. Ich sag trotzdem Indischer Ozean. Der ist doch da. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe davon noch nie gehört. Peter. Geil, sehr gut. Gut, dass ich nochmal gebuzzert habe. Das Rote Meer. Boah, Peter. Nee, klapp nicht hin. Buzzer doch nochmal und sag Nordsee. Okay. Dennis. Vietnamesisches Meer. Nee. Okay, das kann halt da auch sein, ne? Myanmar war rechts von Indien, ne? Östlich gelegen, glaube ich. Das heißt, das ist zwischen... Ja. Also, wenn du von Hongkong weiter nach unten gehst, ein Stück nach links. Ja, kann sein. Also, ich schließe die ganze Mal den... Ja, was weiß ich. Bisher das Kapuzinische Meer wahrscheinlich oder sowas. Es ist ein Randmeer des Indischen Ozeans. Deswegen schließe ich mal 5, 4, 3, 2, 1, geschlossen. Habe noch nie vom Golf von Bengalen gehört. Wahrscheinlich schon, aber ich habe es wahrscheinlich direkt wieder vergessen. Seltene deutsche Bezeichnung, die mir auch gegolten hätte, wäre der bengalische Meerbusen. Bay von Bengalen, bengalischer Golf. Nur um hier mal Busen gesagt zu haben. So. Finde ich lustig. So. Bengalische Möpse. 32. Oh mein Gott, ich komme schon. 82. Also, das könnte man mal wissen. Wie hieß das erste Video, das 2005 auf YouTube hochgeladen wurde? Dennis. Oh Gott, hoffentlich ist es richtig. I visit the zoo? Nee, das ist nicht korrekt. Dammit. Scheiße, das heißt dann anders, aber der Typ saß, stand doch vor diesem Fick-Elefanten. Moin, ich bin der Hannes. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ist schon nah dran, ich hätte auch das gesagt. Auch schon, aber, ja. Also dann ja, ist auch das Video, aber genau wie das heißt, ist schade. Ja. Ja, dann ist halt Me at the Zoo. Dann ist das Me at the Zoo. Ja, oh. Okay. Gut, I at the Zoo ist ja auch irgendwie, wer redet so? Du hattest gesagt, I visit the Zoo. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, irgendwie sowas. Ja. 33. Von welchem Videospiel ist die Rede, wenn man sagt, das Schwein wurde zur Bombe? Dennis? Ist das Flappy Bird? Nee. Von welchem Videospiel ist die Rede, wenn man sagt, das Schwein wurde zur Bombe? Oh. Kam aus, ja. Angry Birds? Nee. Nicht so offensichtlich, das müsste man wissen. Dennis? Ist das Swine 3, hier Frontschweine? Nee. Dann ist das Spiel auch so nicht mehr drin. What? Das Problem ist, wenn ich diesen Tipp vorlese, weiß jeder sofort Bescheid. Dann liest Reihe oder genauer Titel? Warte mal, ich könnte... Das ist beides egal. Es gibt kein... Ja. Es gibt keine Reihe, dammit. Ich hätte jetzt Command & Conquer gesagt. Kam nämlich da, denn das Schwein wurde zuerst so falsch programmiert, dass der Körper statt Wert... Oh Gott. Wieder? Minecraft. Ja, scheiße. Da steht halt, Notch programmierte das Schwein zuerst so falsch. Ja, bei Notch hätten schon alle gedrückt. Okay. Aber das Schwein wurde zuerst so falsch programmiert, dass der Körper statt vertikal horizontal auf alle vier Beine gestellt wurde. Und so ist ein Creeper entstanden. Und so glaube ich. Ist dann. Ja, und die alte Laubtextur ist die Textur vom Creeper. Nächste Schätzfrage. Bitte an die Textfelder. Gerade vorbei. Glaube ich, ne? Ja. Doch, glaub schon. Wie viele Tage, beziehungsweise wie lang, geht der muslimische Ramadan in Tagen? Das ging schnell. This I do möchte not know. Jemand ändern? Nö. Okay, dann sagt Peter 90 Tage, Dennis 30 Tage
Und Jonathan sagt 111. Ich glaube, Peter könnte 3 Monaten nicht unbedingt falsch sein. Doch, ist er. Denn Dennis hat genau getroffen. Es sind 30 Tage. Ach, das sind nur 30 Tage? Nur. Also 30 Tage wird ja hier nur gefastet. Die essen doch da, genau, die fasten ja und essen keinen Zucker und keine Ahnung was alles. Ne? Und dann hatten die doch letztens das Fest, irgendwie ja, Zuckerfest war doch letztens. Alter, 111 Tage wäre schon krass. Aber hey, 30 Tage sind richtig. Dennis kriegt 1, 2, 3 Pünktchen. Und wir gehen zu Frage 35. Warum hat die Europa-Hymne keinen Text? Dennis. Weil das Freude schöner Götterfunken ist, das ist ein deutscher Song, aber die wollten nicht, dass man so deutsch geprägt ist und deswegen nur die Melodie genommen haben. Dass das so deutsch geprägt ist. Ich lasse das mal durchgehen, aber das ist sehr weit. Das ist schon eine Biegung. Denn, also deutsch geprägt, das, gut, dass du das gesagt hast, denn die wollen halt das nicht bevorzugen, dass das von einer bestimmten Sprache geprägt ist. Deswegen ist die ohne Text. Okay. So. Oh. Frage 36. Welcher der folgenden Filme hatte die höchsten Einnahmen an den Kinokassen? A. Captain Marvel. B. Iron Man 3. C. Captain America Civil War oder D. Spider-Man Far From J. Tippe mal auf Civil War. Nee. C. Dennis. Captain Marvel. Nope. Peter. Iron Man 3. I am Iron Man. Okay, ich dachte, komm, was, jetzt muss er nochmal. Vor allem Iron Man 3, Spider-Man? Der schlechteste von allen. Ja, echt der schlechteste. Ah. Aber es hat der dritte. Ne? Wahrscheinlich hat Gothic 3 auch die besten Verkäufe erzielt. Okay, ja. Also ich habe letztens die alle nochmal geguckt und habe mir irgendwann gedacht, alter Scheiße, 3 könnte echt der beste sein. Ich guck dir gerade in chronologischer Reihenfolge. Ich fand den ganz geil. Okay. So der Moment, wo die da alle ankamen und alles. So, wobei halt 2 auch echt scheiße war. Ja, Bram hat die 69 geknackt. Peter 66, Jay 51. Wir haben noch 13 Fragen. 3 und 13 Fragen. 3 und 10. Nächste. Wie heißt der amtierende Präsident von Vor- und Zunahme bitte? Brasilien. Keine Ahnung. Ja. Kannst du weitermachen. Ich würde dir den Nachnamen nennen können, den Vornamen nicht. Markus. Schade. Steht Vor- und Zunahme. Aber wenn das. Weiß das keiner? Ich weiß ja keine Ahnung, wie der Vorname ist, wenn ich den nicht vom österreichischen Kanzler kenne. Ich weiß nicht mal, wie der mit Nachnamen heißt. Pass auf, buzzer mal eben. Fällt nur denn. Okay. Gib den Buzzer frei und mir reicht dann der Nachname. Okay, dann drücke ich genauso viel. Ja, weiß ich trotzdem nicht. Gut für Jonathan, dass die Frage geändert wurde. 1. Bolsonaro. Was? Bolsonaro. Ja, Jair oder Jair Bolsonaro. Keine Ahnung, wie der mit Vornamen heißt. Also den Vornamen hätte ich auch nicht gewusst. Also der war ja relativ häufig zuletzt in den Medien, ne, weil der halt nicht so Bock hat, dass die Leute sich da irgendwie impfen lassen und der hält ja auch Corona für Quatsch und keine Ahnung und alles. Nicht so der coole Typ. Naja. Frage 38. Unter den 10 reichsten Menschen der Welt gibt es nur 2, die nicht aus den USA stammen. Welche beiden Nationalitäten haben diese Stand 14. Dezember 2020? Jay, du kannst mir eine Nationalität nennen. Mexiko. Nee. Dennis. Der eine ist Franzose, das ist Louis Vuitton-Tübi. Der eine ist Franzose. Und der andere? Chinese. Peter? Bitte nochmal? Chinese. Nee. Hätte Sinn gemacht. Peter. Japaner? Nein. Ich dachte, das wäre dieser mexikanische Telcel-Typ oder sowas. Also der Franzose ist Bernard Arnault und Familie. Keine Ahnung, was der macht. Aber der andere fehlt noch. Wie gesagt, der macht Louis Vuitton und... Der nicht Amerikaner ist, ja? Ja, der nicht Amerikaner ist, der ist zum Zeitpunkt 14. Dezember 2020 der Platz 9 gewesen. Warum nicht hundertprozentig weiß, wundert mich. Warum ist das so? Vielleicht, weil er Kanadier ist.
Der. Was? Nee. Wieso soll der ein Kanadier sein? Weil brauchen wir nicht weiter. Ja, weil das halt auch Nordamerika ist. Ah. Keine Ahnung. Okay. Dann ist halt irgendein reicher Kanadier, der halt in den USA wohnt. Dennis. Ist der Inder? Der Mukesh Ambani ist Inder. Okay. What Keine Ahnung, was die machen. Aber hey. Scheint wohl was Krasses zu sein. Frage 39. Welche Farbe hat die Haut eines Eisbären? Jay. Grau. Ja. Oh, Moment. Ja, und falsch. Hallo? Hey, Moment, da muss ich Peter und Fram wieder ein abnehmen und Jay 3 draufrechnen. Ja. So grau-schwarz, das lassen wir mal durchgehen, weil ich glaube, da will man immer hören. Ne, die ist weiß. Aber die ist ja gar nicht weiß, das ist ja dunkel. Da habe ich falsch, einfach auf die falsche. Hört voll schön. Joa. Klick. Du bist raus. Schön. Wir haben noch eine Schätzfrage. Okay. Wie lange in Minuten, können 9 Stunden machen, dauern alle Filme der Hobbit und Herr der Ringe-Saga zusammen in Minuten? Mit Extended oder ohne Extended? Das weiß ich gerade nicht. Ja, aber das ist ja wichtig zu wissen. Ja, das ist schön, aber das steht da nicht. Nemo, das ist nicht richtig, wa? Warte. Könntest du mal in Minuten, wolltest du es haben? Kannst auch Stunden schreiben. Ich kann auch Stunden schreiben, okay. Ich hab mal umgerechnet in Stunden. Es ist halt schwer zu sagen. Es könnte Extended sein, aber auch wieder nicht. Ich glaube eher ein... Oh. Boah, schwierig. Kann ich nicht sagen. Peter ist noch hart am Struggeln. Oder am Rechnen. Ja. So, hier, zack. Achso, warte mal. Minuten oder Stunden? Okay. Warte. Kann ich hier schreiben? Kann ich. Ne, warte mal. Kann ich noch ändern? Ja, ich bin gerade am Rechnen. Also? Ne, ich bleib dabei. Ich kann meinen eigenen Rechenweg nicht mehr nachvollziehen, aber ich also, bleib dabei. Also, kommen wir mal dazu. Wir haben drei Antworten. Peter sagt 999 Minuten. Dennis sagt 25 Stunden. Und Jonathan sagt 15 Stunden. Die Antwort, die wir gesucht haben, sind 1147 Minuten äquivalent zu 19,11 Stunden. Und da Peter 16,65 Stunden gesagt hat, ist er da näher dran und kriegt den Punkt. Geil. Den musste ich ein bisschen rechnen. Krass. 31, das war Frage 40. Jetzt kommen wir schon zu Frage 41. Professor Bienlein ist Teil welcher Comicreihe? Tim Jay. Und Struppi. Tim und Struppi! Alter, wie gut ist das jetzt gewesen? Holy shit. Das war nice. Aber Tim und Struppi ist cool. Ich kenne nur die Filme, also ein paar Filme davon, glaube ich. Oder gab es Serien? Weiß nicht. Aber schön. Ja, bestimmt eine Serie. Frage 42. Mit wie vielen Karten wird Poker gespielt? Dennis. 52. Jupp. Kurz und schmerzlos. Frage 43. Warum hat Deutschland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen keinen festen Sitz, Jay? Weil das halt das Abkommen war nach dem Zweiten Weltkrieg, das als quasi das Ding gegründet wurde, hat man gesagt, Deutschland kriegt keinen festen Sitz. Kriegsverlierer hat Deutschland keinen Anspruch gehabt auf den festen Sitz. Mittlerweile wird darüber so mal nachgedacht. Vollkommen richtig. Sehr gut. Nächste Frage.
Wie viele Soldaten umfasst ein Regiment? Jay. 500. Nee. Dennis. 1000. Nee. Das ist ein Bataillon. Peter. 100. Nee. Dennis. 250. 250. Nee. Das habe ich mir letztens immer mal gelesen. Das ist halt irgendwas Krummes. So 6 oder so. Als ich die ganzen Sachen. 23. Nee, krumm ist das nicht. Ist das Latein oder so? Vielleicht ist es Französisch. Regiment. Regiment. 300. Boah. Keiner mehr. Ich weiß es nicht. Einmal hier die 50. Peter, mach nochmal. 50, nee. Okay, komm hier mal noch einmal. 5000. Nein. Okay, dann bin ich passe jetzt nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. War entweder viel zu niedrig oder jetzt am Ende viel zu hoch, sind 2 bis 3000. Also wenn ich eine Zahl zwischen 2 und 3000 gehört hätte, hätte ich gesagt. Das kann nicht wahr sein. Wow. Was ist das denn, ey? Okay. Aber zwischen 2 bis 3000 sind doch 500 richtig, oder? Nee. Oh ja, zwischen 2 und 3000 schon, stimmt. Ja, da wäre 1000 auch richtig gewesen. Wir haben uns ja eben schon über die asiatische Geschichte unterhalten. Und bei Frage 45 würde ich gerne wissen, welcher Herrscher herrschte als erster über ganz Mütterchen Russland? Oh fuck. Ja, du. Das weiß ich nicht. Ja. Ist es Alexandre gewesen? Nee. Kann ich antworten? Der Große? Große, was? Ah ja, okay. Kannst du schon, aber... Wir reden aber nicht von nach Fall der Sowjetunion, ne? Nee. Von Russland, okay. Boah, ich weiß es dann nicht. Weil halt so, ne? Als erster, also Herrscher vor allen Dingen, ist das, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr. Ach, könnte mal Putin. Klar! Ja. Könnte man sagen, aber. Nee. Ist das denn bei Epic Rap Battles of History? Da ist doch auch Russland einmal dabei. Oh ja! Natürlich! Ivan der Schreckliche! War das Ivan der Schreckliche? Der ist doch der Gegner im Epic Rap Battle of History und fickt dann alle, weil Ivan er meint so ein so First Tsar auf Russia oder so geht's doch dann los. Ja, aber der ist doch nicht der. Ist das Ivan der Schreckliche ist. Okay, dann nicht. Der ist der Gegner, aber der geht die alle von vorne bis hinten einmal durch. Aber ich weiß nicht, wer der erste Gegner ist. Der Typ aus Katalonien da. Katalonien? Also aus Spanien? Ja, das ist aber der erste Gegner. Ah. Der ist kein Russe, der Erste da. Der ist irgendwie. Wenn ihr nicht drauf kommt, würde ich sagen, schließe ich die Frage. In 5, 4, 3, 2, Jay. Peter der Große. Peter geht immer. Sag Peter der Große, der ist bei Sif. Ende. Also bei Ivan habe ich mich sehr gefreut. Denn Ivan der Schreckliche war Ivan der Vierte. Der Herrscher war Ivan der Dritte. Ja, okay, hey. War auch, ey, ich habe auch sofort, weißt du, ich dachte mir auch so, oh scheiße, hat er jetzt den Beinamen der Schreckliche, weil das ist der, den ich kenne. Aber nee, das ist der Vierte und der Dritte war halt der erste Herrscher. Deswegen knapp daneben. Das war ein absolutes Basiswissen. Ja. So, die nächste Frage ist keine Schätzfrage. Denn wir haben uns eben schon gefragt, was sollen wir denn über Österreich wissen? Ich hätte nämlich gerne gewusst, wie viele Bundesländer hat in Österreich? Peter. 5. Nee. Dennis. 16. So. Tja. Jetzt haben wir 5 und 16. Das ist quasi alles weg. Da, ich bin raus. Ich weiß es nicht. Ich kann Jay jetzt nicht noch mehr Punkte in den Rachen schmeißen. Dann schließen wir in 5, 4, 3, 2. Ich muss Risiko Jay gehen. 6. 7. 9. 9.
Vorarlberg, Tirol, also ehrlich, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und Wien. Ich bin Letzter, was soll ich machen? Wenn 9 jetzt nicht gewesen wäre, ich gedrückt und hätte gesagt 8. ich habe schon gedacht, weißt du, wenn du jetzt gleich 8 sagst und das ist auch falsch, dann würde er aufhören und sich dann über die 9 mega ärgern. Aber du hast die 8 völlig richtig übersprungen. Ja, weil ich glaube, dass das ungerade war. Warum auch immer ich 6 gesagt habe. Frage 47. Aus wie vielen Protonen und Neutronen besteht ein Alpha-Teilchen, also ein Heliumkern? Dennis. Einem. Einem was? Also jeweils eins. Okay. Da sind jetzt aber auch Fragen bei, wo ich ja große Frage habe. Das würde ich jetzt nicht unbedingt zu allgemein. Also, aus wie viel Protonen und Neutronen besteht ein Alpha-Teilchen in Klammern Heliumkern? Da würde ich jetzt auch nicht sagen, da musst du wissen. Ach so, lol. Ja. Eins war ja Wasserstoff, zwei. Also jeweils zwei. Ach, oh mein Gott, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, so, hä, wieso ist denn, warum ist denn eins eine falsche Antwort? Ja, aber Wasserstoff ist eins. Ja, ich habe auch gerade an Helium, dachte ich auch direkt, ja klar, ist ja eins. Ja, zwei jetzt Protonen natürlich. Hab ich auch ja, die Peter, laber du mal keinen, ey. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Logischerweise ist Helium die zwei. Ja, ja sag ich doch, ist logisch, habe ich auch gedacht. Ich war auch gerade komplett dumm. Ja, ich war echt so, oh, Helium hat doch nur eins. Das muss ich wissen. 48. Ey, da gibt es nicht pro, sondern da hätte ich schon gerne alle. Denn welche drei Staatsgewalten gibt es? Dennis. Legislative, Exekutive und Judikative. Das ist eine ganz tiefe. Judikative. Nee, die Legislative, die war so Legislative. Aber das ist die Legislative, ja. Vorletzte Frage. Wie viele verschiedene Spielsteine gibt es im Videospiel Tetris? In der, ne? Ja, Dennis. Ja. 6. Jay. 7. Dammit! 7. Toll, Peter noch. Oh, ich glaube, beim letzten drücke ich jetzt nicht. Da bin ich mal gespannt, denn die letzte Frage lautet: Wann startete das erste Let's Play auf dem Hauptkanal Pizza? Oh nein. Jay. Willst du das Ja haben oder? Ich will das Datum haben. Das ist wieder dieses Hin und Her, ey. Ach, scheiße. Ja, come on, ey. Keine Ahnung. 22.02.2011. Was weiß ich. Ach, oh, da wird er gar nicht drücken. Okay. Sag ich mal. Das haben wir direkt eine falsche Antwort gekriegt. Ich weiß ja, es tatsächlich wie immer. Achso, ich dachte, er wollte nicht drücken. Sorry. Nee, ich wollte auch nicht drücken. Okay. Genau die Frage hatten wir schon mal. Ja, das ist ja auch immer die große Fragerei dann, aber da war ich letztes Mal viel zu früh und seitdem bin ich komplett unsicher, ja, wann jetzt nochmal unser Geburtstag ist. Echt? Wann haben wir den denn gefeiert? Ja, da bin ich nämlich dann darauf gekommen, darüber. Da haben wir unser 10-Jähriges gehabt. 27.02.2011. Ey, viel zu spät. Hm. Ja. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich war letztes Mal irgendwie bei 7 und 8 und das war irgendwie komplett falsch. Okay, dann muss ich jetzt die letzte Frage schließen. 5, 4, Dennis. Der 2. Februar 2011. Ja, danke schön. Damit hat Dennis noch. Guck mal, passt nicht mehr bei mir ins Feld rein. Ja, oder der dritte. Also die Frage war immer der zweite oder der dritte. Scheiße. Und wir hatten uns auf den zweiten festgelegt. Okay. Der 2. Februar 2011 mit EVE Online. Das waren 50 Fragen zu so allgemeiner Wissenschaft, also zu Allgemeinwissen. Dennis, 100 Punkte geknackt, GZ, Wattner Aufholjagd und dann eiskalt dran vorbeigezogen. Peter mit 87, Zweiter, dann Jay mit 83. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Mitraten und lasst uns das gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder, hoffe ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.